Battlefield hat, wie gesagt, einmal die Story dazu released und einmal können wir von beiden Parteien in Battlefield die einzelnen Schritte, Kampagnen sozusagen, schon mal vorlesen. Und genau das machen wir auch. So, fangen wir mit der Story an. Ein chaotisches Jahrzehnt, 2031. 10 Jahre haben ausgereicht, um die Welt aus den Fugen zu heben. Steigende Meeresspiegel, wirtschaftliche Krisen, gebrochene Bündnisse und täglich gibt es neue Schlagzeilen. 9. Oktober 2033. Hurricane Zeta, der weltweit erste Sturm der Kategorie 6. 11. Januar 2034. Weltweite Lebensmittel- und Treibstoffknappheit löst zweite große Depression aus. 8. August 2035. Die Europäische Union löst sich nach dem Staatsbankrott Deutschlands offiziell auf. Der Aufstieg der No-Parts. Die Zurückgelassenen und Heimatlosen schließen sich auf der Suche nach einem sicheren Hafen zu bunt zusammengewürfelten Flotten zusammen. Sie sind Familien, Bauern, Ärzte, Ingenieure und Soldaten. Vormals privilegierte, nun aber verarmte Menschen aus einer anderen Zeit, die vom Wunsch zu überleben zusammengeschweißt werden. Die Medien bezeichnen sie als Non-Patriots. Sie selbst nennen sich No-Pads. 2037. Die Menschheit passt sich an die neue Normalität an. Energietechnische Neuerungen, Bewässerungssysteme, hydraulische Dämme und Wellenbrecher retten Küstenstädte, schaffen Ackerland und helfen beim Wiederaufbau von Versorgungsketten. In der Hoffnung auf Stabilität öffnen einige Nationen zögerlich ihre Grenzen. Da die Umsiedlung von 1,2 Milliarden Menschen allerdings unmöglich ist, bleiben die No-Pads eine permanente Herausforderung für alle wirtschaftlichen, militärischen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen. Viele No-Pads missbrauchen bis heute den Regierungen, die sie ins Exil gezwungen haben und sind nicht bereit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. No-Pad-Anführer treten auf den Plan. Sie verkörpern eine neue Identität, jenseits ihrer einzigen Nationalität, und zeichnen eine Linie in den Sand zwischen der alten Welt und der neuen Normalität. Wir sind No-Pads, wird zum Schlachtruf. Während sich die Welt langsam erholt, kommt es zu vermehrten Spannungen zwischen den USA und Russland, da die beiden letzten Supermächte versuchen, diese sich rasant verändernde Welt zu kontrollieren. 2040. Die plötzliche Zunahme von Kollisionen von Weltraummüll erzeugt einen Kessler-Effekt, durch den 70% aller erdnahen Satelliten in der Atmosphäre verglühen. Die Ursache ist unbekannt. Der folgende Blackout hat jedoch katastrophale Folgen. Flugzeuge stürzen ab. Kommunikationsnetze brechen zusammen. Die bereits gestörten weltweiten Versorgungsketten kommen vollständig zum Erliegen. Die Preise für Öl, Getreide und Kohle explodieren. Unbestätigten Berichten zufolge sterben mehr als 100.000 Menschen. Eine Welt, die bereits am Abgrund stand, stürzt endgültig in die Tiefe. Kein Internet. Das geopolitische Misstrauen erreicht ungeahnte Ausmaße. Da es keine Spionage mehr gibt, kann man niemandem mehr vertrauen. Während sich Russland und die USA gegenseitig für den Blackout verantwortlich machen, waren für diesen tatsächlichen No-Pads verantwortlich, die nun die beiden Supermächte beschuldigen, Anarchie zu sehen. Ehemalige Militärs und kampferprobte Spezialisten in den Reihen der No-Pads bilden bewaffnete Einsatzkommandos, um sich angesichts der zunehmenden Spannung zu verteidigen. Die Lebensmittel- und Treibstoffknappheit mündet in einen Schattenkrieg zwischen den USA und Russland. Um eine glaubhafte Bestreitbarkeit zu wahren, schicken beide Seiten No-Pad-Einsatzkommandos in die eskalierenden Stellvertreterkriege um die knappen Ressourcen und versprechen den Flüchtlingen einen Teil des Kuchens. 2042. Ein offener Krieg steht bevor. Die No-Pads müssen sich für eine Seite entscheiden, kämpfen aber nicht für eine Flagge, sondern ihre eigene Zukunft. Ihr Krieg ist deine Geschichte. So, und jetzt, Leute, können wir die Reise der No-Pads begleiten. Flucht aus Doha, 12. September 2041, Doha, Katar. Alles begann vor einem Jahr, als ich mit einem Darknet-Browser in meiner Heimatstadt Doha surfte, damals, als dort noch Menschen wohnten. Als Journalist hatte ich großes Interesse an dem Problem der bewaffneten No-Pads und ich versuchte, einen Kontakt in den Rängen dieser staatenlosen Soldaten zu finden. Um 3.28 Uhr nachts schrieb mich schließlich eine anonyme Quelle an und behauptete, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Der Kommandant des größten No-Pad-Kontingents überhaupt, der Welt nur bekannt als Oz. Ich hatte solche Nachrichten schon früher bekommen, aber niemals vom echten Oz. Einige waren von Regierungsagenten,
die Anti-No-Pad-Kampagnen führten und ein Typ beschuldigte sogar mich, Ost zu sein, ganz offen versteckt. Aber diesmal war es anders, denn der Chat endete damit, dass ich aus dem Land fliehen musste, weil die Polizei von Katar meine Tür eintrat. Ich unterstützte angeblich einen Terroristen. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich mir einen Sandsturm herbeigewünscht. Und dann kriegt man immer zu den Missionen solche Bilder. Das prächtige Doha wurde einst wegen seiner LED-Skyline als Stadt des Quarz bezeichnet. In den 40er Jahren wurde Sand zu dem, was Wasser für Venedig war. Nach jahrelangem Kampf gegen die sich ausbreitende Wüste blieben nur jene zurück, die es sich nicht leisten konnten, wegzuziehen, und die gewaltige LED-Skyline bewarb immer noch gnadenlos Luxushandtaschen. Katar hatte in den 30er Jahren dank der rasant steigenden Ölpreise eine Blütezeit erlebt. Das Land investierte massiv in die Bekämpfung der Desertifikation in der Hoffnung, den Erfolg von Ägypten zu wiederholen. Für eine Zeit sah es so aus, als könnten wir die Natur bändigen. Dann war kein Öl mehr da. Hungersnöte, gescheiterte Reaktionen darauf und Proteste der Regierung. Alles begleitet von den Sandmonsunen. Bald darauf patrouillierte überall Militärpolizei und verhaftete jeden, der riskierte, dass Katar zum nächsten Unruheherd für Non-Patriated. Mein Browser hatte den falschen Suchverlauf. Er gibt mir Deckung und dadurch bleibe ich am Leben. Ich verstecke mich vor den gepanzerten Fahrzeugen, die mich verfolgen, und mir fallen Anomalien in den LED-Anzeigen auf. In den Bildern verbirgt sich das unverwechselbare NOPAD-Emblem, eine Flagge mit einem Querstrich. Die Brotgruben führen mich zu den Katakomben unter dem verlassenen Fußballstadion. Ein Mann in den 50ern, augenscheinlich Militär, in Bermuda-Shorts und so entspannt, dass es absolut verstörend wirkt, deutet gelangweilt mit seiner Taschenlampe zu einem Tunneleingang, bewacht von einem mechanischen Wachsystem. Er streckt mir die Hand entgegen. Piotr Guskowski, knurrt er. Und dann im perfekt Arabisch, das war eine einmalige Sache. Als ich in der Dunkelheit verschwinde, während der Wind über mir heult, frage ich mich, ob ich Doha jemals wieder als Heimat bezeichnen können werde. Ich weiß auch nicht, dass Katar weniger als ein Jahr später ein gescheiterter Staat sein und der Sand die Stadt Doha verschluckt haben wird. Alter! Was sagt ihr dazu, Jungs? Zum ersten von zwei Teilen? Wie die das gestalten? Mit der Story dahinter? Ich habe unglaublich viel das Gefühl, wie sich das liest, wie das geschrieben ist, dass sie sich da wirklich was ausgedacht haben. Nicht einfach, komm, wir setzen uns jetzt hier hin und machen ein Shooter-Spiel, der eine ballert den anderen ab, sondern lass uns da Leben reinbringen. Und ich finde, wenn es eine Story ist, die man aufs richtige Leben schreiben kann, kommt es am geilsten. Und bei aller Liebe, Leute, das, was sie da schreiben, ist das, was ich mir gut für uns vorstellen kann. Aber es gibt noch einen zweiten Teil davon,